Der gestrige Tag begann doch so schön mit viel Sonnenschein und heißen Temperaturen. Doch nach 15 Uhr kamen sie dann, die heftigen Gewitterwolken über dem Ruhrgebiet. Egal wohin man auch blickte, es herrschte Landunter. Das Unwetter sorgte in einigen Teilen NRWs für großes Chaos, so auch bei uns in Duisburg. Ausgehobene Gullis, Unfälle, vollgelaufene Keller und überflutete Straßen zierten am Dienstagnachmittag das Stadtbild. Bald über 200 unwetterbedingte Einsätze ließen die Polizei und Feuerwehr Kräfte ausrücken. Viele, die zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs waren, kamen nur schwer vorwärts. Und auch die Verkehrsbetriebe bekamen das Ausmaß des Unwetters deutlich zu spüren. Generell kann man sagen, dass im gesamten Stadtgebiet wir mit sehr großen Einschränkungen zu tun hatten. Das hat aber auch damit zu tun gehabt, dass mehr oder weniger der gesamte Individualverkehr zum Erliegen gekommen ist durch den Starkregen und auch gefühlt in jeder zweiten Straße Feuerwehr im Einsatz war, um da entsprechend Keller oder Tiefgaragen leer zu pumpen. Eine weitere Wasserstelle, die am gestrigen Tag für einen Ausnahmezustand sorgte, befand sich am Hauptbahnhof, genauer gesagt am Busbahnhof. Hier ging zeitweise gar nichts mehr. Dort fahren alle Busse durch, die den Hauptbahnhof anfahren. Die ist auch voll Wasser gelaufen, sodass wir die sperren mussten, also Busse nicht mehr einfahren konnten. Und die Busse mussten eine Umleitung über die Landfermannstraße fahren. Fahren konnten auch viele Autofahrer nicht mehr aufgrund der Wassermengen. Auch das sorgte wiederum für Probleme auf den Straßen. Das Unwetter gestern mit sehr ergiebigem Starkregen hatte ziemlich heftige Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr in Duisburg. An der Haltestelle Platanenhof, da ist in einer Senke so viel Wasser zusammengelaufen, dass wir da ungefähr einen Meter Höhe Wasser stehen hatten und da die Straßenbahnen nicht mehr durchfahren konnten. Da waren wir dann gezwungen, dort die Linien 903 und U79 zu trennen. Das heißt, von Düsseldorf, also aus dem Süden kommt, musste die U79 am Betriebshof Grunewald wenden und wieder zurückfahren. Und die 903 ist aus Süden kommend bis zur Haltestelle Marienhospital gefahren, hat da gewendet, weil wir nicht weiterkamen. Aus nördlicher Richtung konnten die Bahnen durch den Tunnel bis zur Haltestelle Platanenhof, also bis zu dieser Wasserstelle fahren. Doch auch in den kommenden Tagen soll es immer mal wieder zu Unwettern kommen. Doch kann sich ein Unternehmen wie die DVG überhaupt einstellen auf solche Ereignisse? Gestern diese Starkregenereignisse, vor allen Dingen auch diese Gewitterzellen, sehr lokal und sehr vereinzelt runtergekommen sind. Also eine Kollegin von mir, die wohnt in Buchholz, Großenbaum da unten in die Ecke, da ist so gut wie gar nichts runtergekommen. Und hier im innerstädtischen Bereich ist ja mehr oder weniger die Welt untergegangen. Also von daher kann man da keine Prognose treffen und auch keine vorbereitenden Maßnahmen ergreifen. Mittlerweile sind die Einsatzmeldungen bei uns in der Stadt abgearbeitet. Einschränkungen und Sperrungen gibt es nicht mehr. Bleibt nur zu hoffen, dass das Unwetter nicht allzu viel Chaos und Regen bringt.